29 ORBD 293. Leg ab! Close eyes. Die Jungs machen sich gerade warm. Heute steht nämlich Fitness-Screening an. Bedeutet, wir testen heute, wie ist die Kraft von den Athleten über den ganzen Körper, wie ist die Balance, das Verhältnis, ist das alles stimmig, Koordination, Beweglichkeit, einfach alles, was wichtig ist, fürs Motocross zu fahren, um jetzt, wenn wir wieder mit dem Training anfangen, auch gezielt zu trainieren, dass die Jungs halt die beste Voraussetzungen haben, um auf dem Bike besser zu werden. And it's time to run it up, yeah, you know. Maxed out, put the pedal to the floor. Ayy, on the road, here we go, yeah. At the top of the class, on the road, ayy. And it's time to run it up, yeah, you know, yeah. Maxed out, put the pedal to the floor, yeah. On the road, here we go Ja, heute erstmal ohne Laktattest. Heute waren nur so Sachen wie Koordination dran, Kraft, ja, viele Sachen. Ich denke mal, ihr habt es gesehen an der Wand, was da alles stand. Ganz breit gefächert, was man halt alles so abdecken muss, um auf dem Motocross-Motorrad ready zu sein und fit zu sein auf dem Bike. Ja, der Samstag ist vorbei. Ich bin auch echt komplett im Arsch. Hab das Pasta-Workout noch am Ende gemacht, was auf jeden Fall nochmal richtig hart reingehauen hat. Und ja, wahrscheinlich morgen noch mal ein bisschen crossen und dann steht nächste Woche, Samstag, steht dann unser Laktattest an und freue mich auf ja, die ganze Vorbereitung, die jetzt noch kommt. Wir machen heute Laktattest. Letzte Woche haben wir ja schon Fitness-Tests, dieses Screening gemacht und heute schauen wir auf wissenschaftlicher Basis, was die Ausdauerfähigkeit so sagt. Bleib oben, bleib oben. Da ist noch einmal Luther kurz runter. Ah, okay. Bei 20 hat es gestartet. Laktat fängt immer witzig an und endet ziemlich schnell in so einem kompletten Desaster. Nee, ist einfach. Ja, ist ein cooler Test eigentlich. Also ab kurz vor Ende wird es immer interessant, ob man sich da richtig hart pushen kann. Wie gesagt, es fängt ganz easy an und dann hinten raus wird es immer schön knackig, aber ja, so ich würde sagen, so die letzte Belastung, die letzten 3 Minuten von so einem Laktattest sind so ungefähr die 10% weniger Intensität als so ein 30-Minuten-Modo bei den Masters. Bei den Masters, deswegen, da seht ihr mal, wie wir uns anstrengen müssen beim Motocross. Der Stefan hat eine verbesserte Grundlage gehabt, ne? So die Werte sind insgesamt was besser geworden, hat eine gute Stufe erreicht mit 400 Watt. Na, das war schon ordentlich und ich würde sagen, die Saisonvorbereitung kann kommen. Saisonvorbereitung 2022 hat angefangen. Es ist jetzt Ende Dezember. Wir sind 3 Wochen ungefähr hier mit der Pro Sports Alliance, um besser zu werden für 2022.
Wir starten jetzt für die Jungs und Mädels mit einem 10-minütigen Warm-up, was dann direkt in ein kleines Modo übergeht. Das heißt, 10 Minuten Rhythmus aufbauen, Strecke kennenlernen, Linien ausprobieren und dann direkt für ihre individuellen Trainingszeiten Modo, also 20 Minuten, 30 Minuten oder 5 Minuten volle Pulle. Auf geht's! Erster Modo heute durch. Das Krasse ist, wenn man nach Spanien kommt, nachdem man die ganze Zeit in Deutschland gefahren ist, keine Ahnung, wie warm es heute ist, vielleicht 15 Grad, 20 Grad, aber es fühlt sich schon an wie 40 irgendwie. Nee, also machen wir mal einfach zwei Runden. Man kann sich auch nur auf die Strecke konzentrieren, schau, okay, wenn du irgendwo abläufst. Aber wirklich da rüber und dass du einfach noch mal einen Ticken mehr Druck im Eingang hast. 2 Meter und dann einfach versuchen, den Druck noch mal auf die Nase zu erhöhen, einfach mehr Gas durch die ganze Kurve. Ja, das ist nichts Kritisches, man muss einfach überall mehr Gas geben. Mehr Gas geben. Okay, wir sind in der nächsten Session, das heißt, jetzt sind Sprints angesagt. 5-4-3 für die Profiathleten, für die anderen 3-2-1. Und zwischendurch gibt es dann immer Verbesserungen von uns, Technikverbesserungen, Intensitätsverbesserungen, sodass wir immer weiter Schritte nach vorne machen. Also die ersten Runden waren, glaube ich, gut. Ja, jetzt haben wir auch gerade die Kurve hier. Also einmal war es mega schnell. So, da bist du da ins Gas, da hinten auf der Gerade, bist du wieder vom Gas und bist schon vor dem Knick sofort hoch, richtig noch mal mehr ins Gas und weggefahren. Ja, was jetzt das Einzige, was eigentlich deine Aufgabe ist, ist, du machst das meistens für 1-2 Runden und dann verlierst du die Power, das zu machen. Ja. Ja, also wir machen jetzt noch mal einen Tick weniger Runden. Und deine Aufgabe ist nur, versuchen einfach das über die Dauer zu bringen. Speed haben wir ja gerade schon aufgebaut, hohe Intensität. Jetzt sind natürlich ein paar Fehler aufgefallen, also Sachen, die wir noch optimieren können. Und da gehen wir jetzt ran, deswegen Sektion hier hinten, eine Schikane, mehrere Schikanen zusammen. Und ja, das optimieren und dann nochmal anwenden. Am Ende ist es immer noch wieder das Gleiche. So, du machst halt manchmal sauschnell und deine Aufgabe ist eigentlich nur, dass du immer so sauschnell hinbekommst. Da bist du manchmal noch einen Ticken spät und da auch manchmal einen Ticken spät, sodass du eigentlich theoretisch schon früher reinlaufen lassen kannst, früher umlegen kannst, um den Speed halt reinzunehmen.
Hemd andersrum. Was willst du machen, ey? So rum passt. Naja, FXR-Kombo hier. Lackschuh, ey. Wir sind hier auf dem Corner Track und machen einfach noch mal zum Abschluss ein paar spielerische, technische Sachen fürs Bike-Gefühl. Mit einer Hand fahren, nur im Stehen fahren, um einfach noch mal ein gutes Gefühl fürs Motorrad zu bekommen. So, das kommt oftmals zu kurz und hier haben wir perfekte Möglichkeiten, das zu machen. Und es ist ein guter Abschluss zum Tag. Von Stefan Eckeroth in den letzten 3 Jahren. Ihr seid Zeuge. Mann, was ein Battle, ey. Ja, schon. Hier in dem Teil war es auf jeden Fall ein bisschen schneller, aber hier die gerade Runde, so habe ich es mal eingeholt. Das Schlimmste ist auch eigentlich die Linkskurve. Die Rechtskurven gehen übelst gut. So, Trainingstag ist vorbei hier in Red Sand. Ja, wir haben Video sehen konnten, einen kleinen Einblick bekommen in das, was so abgeht in so einem Wintercamp hier in der Pro Sports Alliance. Und sind ein paar neue Gesichter dabei, was immer cool ist. Training läuft gut. Ich fühle mich schon richtig gut auf dem Bike. Kann man vielleicht auch im Video erkennen. Also es fühlt sich halt alles sehr vertraut schon an. Fühle mich sehr wohl auf dem Bike. Und ja, jetzt die nächsten paar Tage Gas geben, das Wetter genießen, trotzdem hart trainieren. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen körperliche Einheit machen. Also es ist nicht nur auf dem Bike sitzen, sondern ein paar andere Sachen muss man natürlich auch noch abhaken. Und ja, cooler Tag. An so einem sonnigen Tag ist auf jeden Fall immer wieder die Wertschätzung für das Ganze, die steigt dadurch. Und es ist einfach cool, dass ich das durch meine Sponsoren wie Benzim und TRG Bau, ADAC Pfalz, Motorrad Bauerschmidt, Pro Sports Alliance, alle, die da mitwirken, dass ich sowas hier erleben darf. Und ja, da fällt es einem leicht, hart zu trainieren und alles zu geben. Und ja, freue mich auf die nächsten paar Tage. Was wir in Spanien hier machen, ist einfach eine Grundlage legen, sowohl technisch, aber auch fitnessmäßig für den Rest der Saisonvorbereitung. Hier haben wir die Möglichkeit, die Athleten wirklich sehr, sehr intensiv zu betreuen, haben den ganzen Tag Zugriff auf die und auf eine gewisse Zeit, auch mit Ernährung, Essen, Strukturierung, was man einfach so zu Hause, wenn die hier im Alltag sind, nicht hat. Wenn wir hier durch sind, geht es natürlich dann wieder in diese Rest der Saisonvorbereitung im kalten Grevenbroich, in Lommel, in den Regen. Aber auch das gehört dazu, weil hier haben wir natürlich Top-Bedingungen, was super ist zum Arbeiten. Aber es geht nichts darum, auch ein bisschen Härte zu zeigen und Härte sich anzutrainieren, wenn man in 2 Grad in Grevenbroich trainiert. Deswegen alle Bausteine sind wichtig in der Saisonvorbereitung, um dann am Ende für die Saison top vorbereitet und fit zu sein und ready. Und das ist unser Job. Und wir halten die Jungs auf jeden Fall verantwortlich dafür. Und dann sehen wir, was die Saison bringt. Also Rennradtour ist durch. André nötigt uns mal wieder jetzt hier mit einem Eisbad im eiskalten Meer. Mal schauen, wie es ist. Der Deutsche bringt die Aldi-Tüte mit an den Strand. Kalt? Nee, geht. Okay. Wenn man mal rausgekommen ist, fühlt sich geil. Fühlt sich einfach geil. Muss ich halt echt überwinden. Und der eine hier aus der Gruppe, der es nicht gemacht hat, der kriegt auch gerade schön Lack ab.